Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einem neuen Aufgebraucht-Video von mir. In meiner Aufgebraucht-Videoreihe zeige ich euch Produkte bzw. die leeren Verpackungen von Produkten und erzähle euch meine Erfahrungen mit den Dingen. Und manchmal gibt es so Special-Versionen, so wie heute. Heute ist eine DM-Special-Version. Alle Produkte, die ich euch heute zeige, habe ich bei DM gekauft. Ihr findet sie in der Infobox verlinkt, falls ihr sie nachkaufen wollt, weil ihr wisst, in meinen Hauls, ich kaufe sehr viele Sachen, um sie zu testen. Und in meinen Aufgebraucht-Videos zeige ich euch, also erzähle ich euch dann meine Erfahrungen damit. Und heute geht es rund um das Thema Produkte von DM. Wir beginnen mit einem richtig toller Haarpflege von DM. Ich habe mir die tatsächlich in einem Live-Haul gekauft. Danach habe ich sie von DM zugeschickt bekommen, weil alles, was ich in Live-Hauls kaufe, die zahle ich selber. Ich habe einmal bisher einen 50-Euro-Gutschein bekommen. Alles andere wird selber von mir bezahlt. Man kann es dann auch teilweise abseits und so, aber nice. Aber, ne, also ich sage euch immer, wenn was gesponsert ist oder nicht, aber das hier ist alles selber gekauft. Und zwar habe ich das hier ausprobiert von L'Vital, diese Hydra Hyaluronic Feuchtigkeitsserie. Wir haben hier einmal das Shampoo. Dann haben wir die Spülung von denen. 72 Stunden feuchtigkeitsversiegelnde Spülung für dehydriertes, plattes Haar. Und wir haben von dieser Pflegereihe die feuchtigkeitsumhüllende Maske. Und alle ihre Sachen von dieser Haarpflegereihe, auch die Sprühhaarkur, haben mir sehr gut gefallen. Die würde ich mir jederzeit wieder kaufen. Ich habe trockenes, strapaziertes Haar, was so ein bisschen Spliss hat und brauche sehr viel Feuchtigkeitspflege. Die Produkte, Mann, hier hängt noch ein Haar dran, verpiss dich. Die Produkte sind nicht vergleichbar mit High-End-Haarkuren und Haarmasken und Spülungen, aber sie sind für Drogerie überdurchschnittlich gut, weil meine Haare haben sehr, sehr starke Bedürfnisse nach Feuchtigkeit. Also alles davon, Shampoo, Spülung und Haarpflegemaske, kann ich euch sehr empfehlen. Die Haare duften gut, sie sind nachhaltig gepflegt, es sind sehr schöne Sachen. Warte. Gesundheit. Es sind sehr gute Sachen und ich würde sie jederzeit wieder kaufen. Also wenn ihr eine schöne Pflege aus der Drogerie sucht, dann probiert diese L'Vital Feuchtigkeitspflegereihe, diese Hydra blablabla Reihe. Dann habe ich von B-Routine diese Elektrolyte Nachtcreme ausprobiert und irgendwie komme ich mit der Marke B-Routine bisher auch noch nicht so auf den grünen Zweig, heißt das, glaube ich. Hat mir nicht gefallen. Also hat für mich nichts, keinen Mehrwert gehabt, also gar nicht. Weder von der Textur, noch vom Duft, noch vom Pflegeeffekt, sonst noch vom nachhaltigen Pflegeeffekt. Ich hatte das Gefühl, sie braucht sehr lange, bis sie einzieht. Ihr seht, ich habe sie auch nicht aufgebraucht. Ich habe sie ein bisschen benutzt. So, ich glaube, 2 Wochen, 3 Wochen habe ich gemerkt, okay, Bro, das wird nichts. So, mittlerweile mache ich Produkte nicht komplett leer. Wobei hier ist, glaube ich, alles komplett leer, außer das. Und sortiere sie dann aus, verschenke sie dies, das, bla bla bla. Stillt den Durst deiner Haut, erfrischende Energie mit Mineralien und Spurenelementen. Also, nee, ich kenne Balea-Cremes für 1,50 Euro, die besser sind. Hier hat es wirklich, also, es gibt nichts, warum ich das empfehlen könnte. Es hat mir nicht gefallen, weil es mir einfach nichts gegeben hat. Nee, deswegen, also, würde ich mir nicht nochmal kaufen. Dann habe ich von Balea diese Augentuchmaske gekauft und ich muss sagen, ich habe sie lange nicht benutzt, weil ich dachte, ah, irgendwie komisch. Ich kenne ja immer so Under-Eye-Pads. Und diese Maske, vielleicht könnt ihr das hier sehen, ist wie so eine Zorro-Maske. Bro, hammer geil, würde ich jederzeit wieder kaufen. Weil du hast da nicht nur Feuchtigkeitspflege hier, sondern du hast wie so eine Brille, so eine Feuchtigkeitstuchmaske genau im Augenbereich und ich lagere sowas in meinem Kühlschrank. Deine Augenringe schwellen ab, deine geschwollenen Augen schwellen ab, du kriegst schön Feuchtigkeit. Also hammer cool, da war ich tatsächlich voreingenommen. Ich habe sie getestet, damit ich halt meinen Erfahrungsschatz erweitere. Ich als Privatperson hätte sie nicht gekauft, aber im Nachhinein denke ich hammer, hammer gut, dass ich sie gekauft habe, weil diese Zorro-Masken für die Augenpflege sind schon richtig, richtig nice. Also würde ich mir auf jeden Fall wieder nachkaufen und habe ich mir auch wieder nachgekauft. Dann habe ich hier von Wilkinson Sword so einen Rasierer und ich habe leider die Verpackung davon nicht mehr. Ihr wisst, ich bin türkischer behaarter Bär, ich brauche gute Rasierer, immer mindestens 4 Klingen. Der hier hat 5 und an sich war er cool wegen 5 Klingen, macht nochmal was aus. Aber ich hatte das Gefühl, dass er hier in diesem Bereich nicht cool flexibel ist, was ein Rasierer sein sollte, damit du überall an alle Stellen hinkommen kannst. Weil Bro, es gibt Stellen, da ist es schwer irgendwie hinzukommen, direkt neben deinem Poloch rumrasieren. Da brauchst du was Flexibles. Ich hatte das Gefühl, er ist schlabberig da drinne und nicht flexibel. Plus hier oben, seht ihr das, hat sich dieses Gummizeug sehr schnell gelöst. Also ich habe ihn nicht oft benutzt. Plus der Kopf ist öfter abgegangen. Das fand ich sehr schade, weil eigentlich hat Wilkinson sehr, sehr gute Produkte. Diesen Rasierer würde ich mir aber nicht nochmal kaufen, weil das waren einfach Faktoren, die ich euch jetzt gesagt habe, die für mich dagegen sprechen, dass ich ihn empfehlen kann. Dann habe ich von Schemes diese Hyaluron-Augen-Gel-Pads ausprobiert und nee, also
irgendwie, ich mochte die Konsistenz nicht. Ich hatte das Gefühl, dass sie nicht wirklich heftig feuchtigkeitspflegend sind oder abschwellend, in dem, wenn deine Augen angeschwollen sind, sondern einfach so dicke Gelpads, die du halt drauf tust. Also ich liebe Under-Eye-Pads und Tuchmasken, bla bla bla. Aber die hier würde ich mir nicht nochmal holen, weil verbessern die Hautfeuchtigkeit? Nein. Reduzieren Schwellung sichtbar? Nein. Kühlen und erfrischen die Augenpartie? Ja. Aber da gibt es auf jeden Fall viel, viel bessere iPads. Also da gibt es ja wirklich viele Unterschiede und die fand ich nicht so, auch vom Auftragen, wie sie sich angefühlt haben, wie sie sind, vom Effekt, nö, würde ich mir nicht nochmal holen. Dann eins meiner Lieblingsdeos ist von Nivea das Fresh Pure Deo zum Sprühen. Das zeige ich euch immer wieder, weil ich das seit vielen Jahren nachkaufe. Das ist mein liebstes Deo zum Sprühen aus der Drogerie, wenn es darum geht, Schwitzen zu vermeiden. Ich habe jetzt aber das heftigste Deo ever in der Drogerie gefunden. Das ist kein Deo, ist ein Antitranspirant. Von Cineo heißt das. Werdet ihr auch nochmal bei meinen Aufgebraucht-Videos sehen. Tschüss, Digga, ich habe das probiert. Ich habe sofort der Firma geschrieben, ob die mit mir arbeiten wollen, sage ich euch ganz ehrlich. Das ist vergleichbar mit anderen Deos, die ich getestet habe, die 30 Euro kosten. Du schwitzt nicht. Als ich auf der Glow war, bei über 30 Grad, von 7 Uhr morgens bis, Digga, ey, wann waren wir zu Hause? 12 und 1 Uhr nachts. Ich habe nicht gestunken. Das war richtig heftig. Also achtet auf meine anderen Videos, da zeige ich euch dieses andere Deo nochmal. Das war aber ein Roll-On. Wenn es auf jeden Fall um Sprühdeos geht, die dafür sorgen, dass es länger dauert, bis du schwitzt, dass du nicht so schnell stinkst und sowas, ist das hier auf jeden Fall mein Favorit von Nivea. Fresh Pure kann ich euch mega empfehlen. Kaufe ich seit vielen Jahren nach. Ist seit vielen Jahren auch ein Favorit von mir. Dann hatte ich von Hansaplast diese Anti-Hornhaut-Intensivcreme bei sehr trockener und verhornter Haut. Ich hatte schon das Gefühl, dass sie schon ein bisschen überdurchschnittlich ist. Also die meisten Fußcremes aus der Drogerie, die ich getestet habe teilweise, waren echt so, du benutzt sie und ja, kannst dir halt auch Kacke auf die Füße schmieren und dann sind sie ein bisschen weich in dem Moment, weil halt irgendwas drauf ist. So, die hier war schon ein bisschen besser, die fand ich ganz gut. Die würde ich mir nochmal kaufen, aber es wäre jetzt nicht eine Fußpflege, wo ich sage, wow, krass, weil für mich ist eine gute Fußpflege, sie duftet gut, sie hat eine schöne Konsistenz und sie pflegt deine Füße nachhaltig. Sie sind länger weich und nicht nur in dem Moment. Das war hier aber schon ein bisschen gegeben. Es war auf jeden Fall kein Fehlkauf. Ich würde es mir nochmal holen, aber es wäre jetzt nicht die eine Fußcreme für mich aus der Drogerie. Dann habe ich hier dieses Anti-Pickel tägliches Waschpeeling von Neutrogena. Ich habe das recht lange im Gesicht benutzt und habe jetzt keinen krass positiven verändernden Effekt gemerkt. Deswegen würde ich sie mir nicht nochmal holen. Und dann habe ich sie irgendwann am Po benutzt, gegen Pickelchen am Po, weil die habe ich halt auch manchmal das nervt und benutze beim Duschen halt immer irgendwas am Po gegen Pickelchen am Po und habe es dann da genutzt. Sie ist aber fürs Gesicht und bei Pickeln und Hautunreinheiten, ich habe jetzt keinen positiven Effekt gemerkt, deswegen würde ich sie mir nicht nochmal holen. Dann habe ich hier von Schebens diese Koffein-Augen-Gel-Pads, habe ich auch nicht so gefeiert. Das ist halt, diese Augen-Gel-Pads sind nicht meins, also weil ich habe das Gefühl, dadurch, dass es so Gel-Pads sind, können sie nicht ausreichend Serum geben und spenden. Da brauchst du schon so irgendwas wie Chirurgen, nicht Gel, aber Chirurgen-Plastik auch nicht. Ich weiß nicht, wie es heißt. Aber habe ich nicht gefeiert, ist für mich genau dasselbe wie bei diesen Cooling Hyaluron Augengel-Pads. Würde ich aus denselben Gründen deswegen auch nicht nochmal holen. Dann habe ich hier von Detox diese Vitamin C Face Mask geholt. Belebende Tuchmaske für strahlendere Haut. Ja, hat mir gut gefallen. Würde ich auch nochmal holen, aber meine Haut war jetzt nicht so strahlend. Ich fand, es war eine schöne Tuchmaske. Die hat mir eine Hautfeuchtigkeit gespendet. Sie hat auch ein bisschen Glow gespendet. Sie ist auch ein bisschen teurer als diese günstigen Tuchmasken. Aber es ist jetzt nicht so, dass du sie raufmachst und dann so richtig, wow, heftig, unnormal, krankstrahlende Haut hast. Aber es ist eine gute Tuchmaske, die auf jeden Fall einen Effekt hat. Und deswegen würde ich sie mir nochmal holen, weil sie hat mir gefallen. Und sie ist vegan, ohne Tierversuche. Das ist vielleicht auch für die Leute interessant, die nur vegane Produkte nutzen. Dann habe ich mir von No Cosmetics diese Eye Cream gekauft und die hat mir auch gut gefallen. Ich hatte das Gefühl, es ist eine schöne Augenpflege, die Feuchtigkeit spendet, die schön schnell einzieht, die eine schöne Konsistenz hat. Ich habe ja gerade unter den Augen, seht ihr vielleicht hier viele Trockenheitsfältchen, weil ich habe über 20 Jahre, 25 Jahre keine Augenpflege benutzt. Aber diese Eye Cream kann ich euch auf jeden Fall aus der Drogerie empfehlen, wenn ihr da etwas Schönes sucht. Ja, sie hat dein persönlicher Koffeinkick für müde Augen, ja. Aber es ist eine super Augencreme. Also sie macht schon deine müden Augen ein bisschen wacher, sie spendet Feuchtigkeit, sie zieht schnell ein. Also auf jeden Fall ein stabiles Produkt und das Preis-Leistungs-Verhältnis passt hier absolut. Dann habe ich von Stefanie Giesinger diese Golden Hydrogel iPads geholt und ich muss sagen, die haben mir gut gefallen. Natürlich haben meine ganzen Tuchmasken und Under-Eye-Pad-Sachen nochmal einen besseren Effekt, weil ich sie immer im Kühlschrank lagere. Aber hier muss ich sagen, Feuchtigkeitseffekt war da, belebende und kühlende Wirkung war auch auf jeden Fall gegeben. Vitalisierender Energiekick, ja. Also für mich sind das gute Under-Eye-Pads, die ich empfehlen kann, die ich mir auch schon einige Male nachgekauft habe, weil sie einfach eine tolle Wirkung haben. Alles, was da steht, kann ich so bestätigen. Das ist ein stabiles Produkt, deswegen das kann ich auch auf jeden Fall empfehlen. Dann habe ich hier so Hydrogel-Eye-Patches von Essence. Ja,
die waren ein bisschen teurer, weil es so eine Disney-Kollektion ist, aber Essence hat auch ganz normale Augenpads und die sind eher durchschnittlich und die, das hier sind, soweit ich es von meinen Erfahrungen her gesehen habe, eigentlich fast genau dieselben wie die normalen Essence-Augenpads, nur dass sie ein bisschen teurer sind, weil die halt von Princess sind. Es sind normale Augenpads, es ist durchschnittlich, es ist okay, ich kenne bessere, ich kenne schlechtere, aber ich würde mir nicht nochmal welche von Disney holen, die teurer sind, obwohl es eigentlich dieselben sind. Dann habe ich von Shebens dieses Hyaluron-Serum geholt mit Soforteffekt, mehr Feuchtigkeit, Aufpolsterung. Ja, es ist schon ein gutes Hyaluron-Produkt. Ich muss sagen, ich habe eine sehr problematische Haut, also ich brauche schon gut viel Pflege, gut Push, dies, das. Und Digga, holt euch doch einfach ein normales Hyaluron-Serum mit Ampulle und Pipette und so, anstatt so drei kleine Pissdinger. Weißt du, wie ich meine? Weil für meine krassen Bedürfnisse hat es jetzt nicht gereicht. Es ist ein gutes Hyaluron-Serum, wenn du normale Haut hast und ein bisschen Hyaluron-Serum benutzen möchtest, ja. Aber wenn du recht trockene Haut hast, wie ich, die wirklich viel Pflege braucht, dann wird das zu wenig sein. Plus, wenn du dir eine große Packung holst, Bro, hast du mehr davon, glaube ich. Deswegen, die würde ich mir nicht nochmal holen. Dann, das kannte ich gar nicht, habe ich mir von Detox dieses straffende Hyaluron-Augenserum geholt. Also meine Gesichtspflegeroutine hat jetzt 12 bis 14 Teile, wenn ich sie komplett durchziehe. Und ein Teil davon war tatsächlich, Augenserum und danach Augencreme raufzutun. Ich muss sagen, ich mochte das, nochmal extra für die Augen ein Serum zu haben. Manchmal ist es aber auch mehr Sein als Schein und Schnickschnack. Ich hatte das Gefühl, dass sie schon ein bisschen geholfen hat. Und sie war schon straffend, aber schon fast so, dass es spannt. Also nur das hier als Augenpflege würde ich nicht empfehlen. Als Pflege vor einer Augencreme, ja, kann man machen, wenn man halt echt Bock hat drauf. Lern Deutsch und wie man Worte hintereinander hinstellt, bevor du laberst. Bock hat drauf. Aber es ist kein Must-Have. Also es ist jetzt nicht so, dass mich dieses Serum absolut umgehauen hat. Du kannst auch ein normales Gesichtsserum einfach bei den Augen drauf tun, ist jetzt meine Meinung. Und danach deine Augencreme und Gesichtscreme. Aber wenn man jetzt so ein ganz krasser Pflegejunkie ist wie ich und solche Steps mag und so, ist das eine coole Sache. Es ist an sich auch kein schlechtes Produkt, aber jetzt, ich würde es mir nicht unbedingt nochmal holen, weil irgendwie hat es jetzt nicht so einen Effekt gehabt, dass ich sage, wow. Dann habe ich von Neutrogena diese Cellular Boost Hydrogel Augenmaske gehabt. Die ist ja schon etwas preisintensiv. Intensiver und die würde ich mir auch nicht nochmal holen, weil sie hat jetzt für mich nicht den Effekt gehabt, den ich mir wünschen würde. Es war jetzt nicht so, dass ich eine sichtbar glattere, erfrischte Augenpartie hatte. Es war jetzt auch nicht so, dass ich sie raufgetan habe und voll das Gefühl hatte, oh, ich mache gerade eine richtig tolle Erholung für meine Haut oder für meine Augenpartie, sondern es waren halt so Augenpads, ja, okay. Man hat schon gemerkt, dass sie von der Haltbarkeit im Gesicht hochwertiger sind als manch andere, auf jeden Fall. Aber der Effekt war jetzt nicht so, dass ich sage, wow, der haut mich super um, so dass ich jetzt nochmal genau die unbedingt nachkaufe. Muss. Und als letztes, falls es soweit ist, dass ihr schon ein bisschen stinkt, es gibt ja Deos, die sorgen dafür, dass ihr nicht so schnell schwitzt, so wie das Nivea. Und es gibt Deos, die duften schön, wenn ihr ein bisschen stinkt, sorgen die nochmal dafür, das zu kaschieren und allgemein so als Touch-up. Und da finde ich die von Far sehr, sehr gut. Stoppt Bakterien, stoppt Geruch, ist echt so, weil manchmal hat man ja, Digga, du schwitzt und dann nimmst du ein Deo und dann vermischt sich dein Deo richtig ekelhaft mit deinem Schweiß. Und das ist dann ein ganz ekliger Geruch. Und das ist bei diesem Deo nicht so, würde ich jederzeit nachkaufen, super. Super günstig, super tolles Preis-Leistungs-Verhältnis und mega. Kannst also auch selbst, wenn du schon leicht stinkst, kannst du es benutzen, damit du wieder besser riechst oder wenn du ganz leicht muffelst. Also es ist einfach ein super Produkt. Es ist nicht das heftigste Deo, das vermeidet, dass du anfängst zu schwitzen, aber wenn du schon geschwitzt hast oder so, ist das ein super guter Überbrückungsdings. Kann ich da mega empfehlen, würde ich da jederzeit wieder kaufen. Schwuppdiwupp, das war's dann jetzt auch schon mit den Sachen, die ich so getestet habe. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, wie eure Erfahrungen sind. Das würde mich sehr interessieren und auch für die Community ist das ja sehr interessant im Austausch. Und schreibt mir gerne, wie ihr das Video fandet. Ansonsten, ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und abonniert gerne kostenlos meinen YouTube-Kanal. Manchmal sind coole Videos dabei. Und das war's auch an dieser Stelle. In diesem Sinne, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare und ich freue mich auf eure Kommentare und sage Tschüsschen mit Küsschen. Und auf Wiedersehen.